Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt Lust, kreativ zu sein, denn heute gibt es ein weiteres Watercolor-Tutorial. Heute malen wir zusammen einen winterlichen Kranz und dazu gestalte ich in dem Kranz verschiedene Zapfen, verschiedene Füllelemente und Baumwolle. Und genau, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Tutorial. Und ja, wir fangen an. Ich mische mir hier ein ganz, ganz dezentes, ich will mal sagen, Eukalyptusgrün. Aber ganz dezent mit sehr viel Wasser. Dann ja, streiche ich mein Blatt erstmal mit Wasser ein, mit einem dicken Rundpinsel. Ihr könnt alternativ natürlich auch einen Verwaschpinsel nehmen. Und ja, dann gehe ich mit dieser dezenten grünen Eukalyptusfarbe über verschiedene Stellen von meinem Kranz, weil ich diesmal einfach wollte, dass der so einen schönen, einen grün-nebligen Hintergrund bekommt, der dann hinter oder neben manchen Elementen so durchschimmert. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine gute Idee und mir gefällt es mega, mega gut. Ich verblende das hier noch so ein bisschen zusätzlich da, wo es nicht so ganz ja, so ganz extrem verlaufen ist, und das muss natürlich dann erstmal gut trocknen. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann fange ich mit der Baumwolle an, und zwar nehme ich da im Prinzip das gleiche ganz, ganz dezente, mit viel Wasser angerührte oder angemischte Grün. Und mal damit die Ränder von dieser Baumwolle und verblende das Ganze miteinander, so wie ihr das hier im Video sehen könnt. Und genau. Das Ganze mache ich natürlich jetzt mit einem etwas kleineren Rundpinsel. Ich würde jetzt mal schätzen, da könnt ihr so die Nummer 4 oder vielleicht sogar auch noch 6 verwenden. Und wenn ich das miteinander verblendet habe und das noch nass ist, gehe ich mit diesem Grün in die Mitte von dieser einzelnen Baumwolle und mache so einen Tupfen, der dann so ein bisschen verläuft. Wenn das zu hell ist, dann kann man das auch noch ein paar Mal mehr machen, mit ein bisschen mehr Pigment immer noch mal reintupfen. Und dann lasse ich das Ganze wieder trocknen und kümmere mich als nächstes erstmal um die Zapfen, und dazu mische ich mir ein bisschen Englischrot mit Dunkelbraun. Genau, und die erste Schicht ein bisschen heller an, also mit ein bisschen mehr Wasser, und dann mache ich einfach nur solche, ja, was sind das, Ovale? Genau, in diese Form von den vorgezeichneten Zapfen von der Vorlage. Die Vorlage gibt es übrigens für meine Kanalmitglieder im monatlichen Paket gratis dazu. Das heißt, diejenigen, die im Januar meine Mitgliedschaft getestet haben, die haben alle diese Vorlage. Ich will mal gucken, ihr könnt mal bei mir im Shop vorbeischauen. Ich kann euch die dort auch zur Verfügung stellen. Für ein kleines Kaffee-Trinkgeld könnt ihr euch dort die Vorlage besorgen. Genau, und wenn du im Februar gerne meine ganzen Vorlagen und Setups und auch ein gratis Stickersheet digital nicht verpassen möchtest, mit mir zusammen einen Livestream oder ein Realtime-Tutorial genießen möchtest, dann kannst du gerne meine Kanalmitgliedschaft abonnieren für 4,99 Euro im Monat und hast diese ganzen Vorteile dann natürlich. Ja, ich freue mich über jedes weitere Mitglied, was dabei ist, und ja, bin gespannt auf den Februar. Ich freue mich mega und habe schon ganz, ganz viele neue Motive in der Planung, die jetzt kurz davor stehen, fertig zu werden, damit ich euch den neuen Newsletter rausschicken kann. Und genau, so, meine Zapfen sind jetzt in der ersten Schicht gleich alle gemalt. Also ich male solche kleinen Ovale innerhalb dieser Form von dieser Vorlage und fülle natürlich dann auch mitten diese Ovale in die Zapfen aus. Und jetzt habe ich mir dieses Braun noch ein bisschen pigmentierter angemischt und gehe hier in die unteren
kleinen einzelnen Ovale nochmal mit der dunkleren Farbe einfach rein. Da braucht man nur so ein bisschen antupfen, das reicht schon. Das braucht man auch nicht verblenden. Das sieht schon direkt einfach nur toll aus, denn die Zapfen sind ja halt innen drinne generell dunkler und das Dunkle bewirkt ja dann auch die Tiefe und die Dreidimensionalität von so einem Zapfen. Und dann ist das Ganze schon fertig und natürlich sind dann auch die Farben von der Baumwolle getrocknet. Dann können wir da jetzt nämlich weitermachen. Mit dem gleichen Braun gehe ich jetzt hier so in diese Zwischenräume und außen an jede Baumwolle dran sozusagen. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, wie diese Baumwolle ausschaut. Und das muss man ein bisschen nach Gefühl machen. Ich tupfe dann mitten auch ein bisschen Braun rein. Dann verblende ich dieses Braun so ein klein bisschen in diese weiße Baumwollschicht dazu und verblende auch so ein bisschen den mittleren Tupfen. Und wenn das Ganze dann ein bisschen zu dunkel wird, kann man, so wie ich hier, anschließend nochmal mit weißer Aquarellfarbe ein bisschen da reingehen und das male ich so ein bisschen wie strukturiert aus, damit auch die Baumwolle einfach ein bisschen plastischer dargestellt ist. Und das Ganze seht ihr jetzt hier nochmal ein bisschen näher rangezoomt. Und ja, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Aber meistens sieht man es ja auch einfach schon, wenn man zuschaut, wie es geht. Und auch hier nehme ich immer noch diesen... ich weiß gar nicht, ist das noch der 6er Rundpinsel oder ist das schon ein kleinerer? Probiert euch da einfach aus. Ich glaube, hier, das ist mittlerweile schon der 2er von Kraft Hamo, aber das ist generell, glaube ich, eher auch ein 4er Pinsel von den sonst so üblichen Rundpinseln, die man so kennt. Genau. Vom Braunton kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Grünton und den mische ich mir einfach mit ein bisschen kräftigen Grün, ein bisschen Mintgrün dabei und ein bisschen neutral grau oder auch dunkelbraun, um das so ein bisschen schmutziger zu machen und damit es ein bisschen heller wie Eukalyptus ausschaut, mische ich noch ein bisschen weiße Aquarellfarbe dazu. Und jetzt zeichne ich mir hier erstmal mit einem ganz dünnen Rundpinsel die einzelnen Zweige, die ich gerne als Eukalyptus gestalten möchte.
Und das könnt ihr natürlich in der Vorlage einfach auswählen, wie ihr mögt. Die Vorlage hat ja nur die angedeuteten Zweige an sich. Und ich nehme mir hier quasi im Prinzip die längsten vorgezeichneten Zweige und die gestalte ich jetzt sozusagen als Eukalyptus und mache hier diese typischen etwas unsymmetrischen Blätter da dran und die halt eben so typisch wie der Eukalyptus ausschauen, mal ein bisschen abseits vom Stiel und manche auch ganz dicht da dran. Und dann gehe ich anschließend immer noch mal an der Stelle, wo das Eukalyptusblatt an so einen Stängel kommt, mit etwas mehr Pigment da rein, dass die dort etwas dunkler und kräftiger ausschauen. Und ihr könnt mir gerne einfach auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Videos gefallen, was ihr für Wünsche habt, für Motivwünsche. Also die Motive für den Februar stehen weitestgehend fest. Der ganze Februar wird sich um das Thema Mond drehen. Und aber an sich, gerade wenn der Frühling kommt, bin ich da noch sehr, sehr offen für eure Ideen und ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr genauer wissen möchtet, mit welchen Farben ich male oder was auch immer. Also ich bin da für neue Ideen von euch immer offen und den Eukalyptus oder die Eukalyptuszweige habe ich jetzt komplett gemalt und als nächstes mische ich mir einen Braunton an, der nicht komplett englischrot ist, aber englischrot schon zum meisten Anteil mit ein bisschen von dem dunkleren Braun da rein. Und damit male ich jetzt hier solche Blätter so ein bisschen um die Zapfen rum und um die Baumwolle drumherum. Und das sind etwas größere Blätter und die haben eigentlich so gut wie keinen Stiel. Die male ich ziemlich dicht an die anderen Elemente dran und fülle damit so ein bisschen auch die Lücken im Kranz, damit der ein bisschen ausgewogener wird. Und wir brauchen aber auch noch Platz für zusätzlich grüne Blätter, die wieder einen etwas längeren Stiel haben, wo auch mehrere Blätter an einem Stängel sind. Könnt ihr also ruhig noch was freilassen. Und ich habe auch gemerkt, mit jedem Mal, wo ich diese einzelnen Elemente erneut gemalt habe, sind sie mir einfach auch schöner gelungen. Das sieht man bei der Baumwolle und das sieht man, finde ich, auch bei den Blättern. Ich finde das Ergebnis eigentlich ganz schön und gefällt mir, wie gesagt, richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt und dass ihr mit meinem Tutorial ganz gut zurechtkommt, wenn ihr das Ganze nachmalt. Und jetzt seht ihr zum Beispiel die nächsten Blätter bzw. Zweige mit Blättern. Dafür habe ich mir diesen Grünton einfach ein bisschen heller angemischt. Das kann man mit ein bisschen mehr Weiß und mit ein bisschen mehr Wasser hinbekommen. Und damit male ich jetzt hier diese zusätzlichen Zweige mit diesen Blättern noch dazu. So ein bisschen auch als Lückenfüller. Und während ich die Sache hier vertone und mir dabei selber zuschaue, wie ich diese Blätter male, fällt mir gerade ein, dass ich morgen Abend, also am Samstagabend bzw. nachmittags um 17 Uhr auf meinem Instagram-Account live gehen werde und werde zu diesem Kranz noch ein Lettering gestalten, einen schönen kurzen Spruch. Möchte ich da innen noch reinschreiben und ich habe mir einfach gedacht, ich mache das auf meinem Instagram-Account mal live, dann könnt ihr mir dabei zuschauen. Wenn ihr den Kranz nämlich auch dann schon gemalt habt, dann könnt ihr sogar mitmalen, wenn ich live gehe. Also wie gesagt, am Samstag um
17 Uhr auf meinem Instagram-Account. Und jetzt wird es hier nochmal ein bisschen interessant, denn jetzt male ich hier noch solche schönen Beeren mit dazu. Und im Prinzip sollen das mehr oder weniger fast weiße Beeren sein. Dazu habe ich mir von dem Braunton, den ich jetzt vorab für diese braunen Blätter angemischt habe, eine Nuance in eine separate, in ein separates Feld von meiner Palette getan mit dem Pinsel und habe das richtig mit Wasser verdünnt, sodass das wirklich nur ganz, ganz zart farblich überhaupt zu sehen ist. Dieses, naja, es ist dann sozusagen fast wie so ein Beige. Und mit Beeren kann man nämlich perfekt noch die letzten Lücken füllen und das mache ich jetzt hier auch, damit der Kranz richtig ausgewogen und einheitlich ausschaut, wobei das auch wieder nicht zu einheitlich und perfekt und gerade ausschauen soll, weil dann wirkt es natürlich auch wieder unnatürlich. Genau, aber wie gesagt, die Beeren sind dafür immer eine feine Sache. Die habe ich jetzt hier so ein bisschen verschieden verteilt und zum Schluss bekommen die natürlich noch so einen braunen Nupsi. Ja, und ich glaube, an manche mache ich sogar noch ein bisschen wie so ein Zweig dran, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber es kommen auch noch ein paar andere Zweige, das heißt, ich male jetzt mit einem dunklen, kräftigen Braun. Das nehme ich direkt aus dem Napf raus, ohne das anzumischen. Genau, hier male ich jetzt einfach noch so ein paar einfache braune Zweige so dazwischen, weil ja, das finde ich auch immer total hübsch ausschaut bei so einem Kranz oder auch bei einem Bouquet oder bei einem Strauß. Genau, und dann sind wir quasi fertig mit dem Kranz. Ich finde, der sieht wunderhübsch aus. Und genau, ich habe mich dann am Schluss noch für Sprenkel entschieden, allerdings nicht für dunkle, sondern für grüne. Und habe da auch gar nicht so ein dunkles Grün für genommen, sondern das, was da noch in meiner Palette drin ist, mische ich gleich einfach noch ein bisschen mit Wasser. Und dann sprenkel ich ein bisschen über das Blatt und male noch ein paar Tupfen mit dem Pinsel per Hand auf die Flächen, wo ich gerne noch einen Tupfen hinhaben würde, möchte. Und genau, hier wird jetzt gesprenkelt und danach wird noch ein bisschen getupft und dann ist der Kranz fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kranz gemalt habt, bis um 17 Uhr am Samstag, wenn ihr live dabei seid, wenn ich was reinlettere und ihr das vielleicht auch mit mir gemeinsam macht. Und ja, demnächst gibt es hier dann noch ein letztes Watercolor-Tutorial für diesen Monat und natürlich dann eben noch mein Bullet Journal Setup für den Monat Februar. Da freue ich mich besonders drauf. Ich bin gespannt, wie das Thema euch gefällt. Ja, und wünsche euch viel, viel Spaß und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Video.